viel Publikum wie bei einem gut besuchten Rockkonzert. Bundeskanzlerin Angela Merkel wird vom Heinrich-Schliemann-Gymnasium Berlin mit viel Jubel und Trubel empfangen. Für sie geht's heute zur Spießer-Vertretungsstunde in einer 12. Klasse. Schon aufgeregt? Ich bin konzentriert und ich bin auch gespannt, weil ich natürlich schon lange nicht mehr in einer Schule, also ich habe überhaupt noch nie in einer Schule Unterricht gemacht. Ich habe manchmal mit Schülern diskutiert, zum Europatag zum Beispiel. Aber so eine richtige Vertretungsstunde, das hat mir erst der Spießer angeboten. Guten Tag. Also, vielleicht nicht dringend notwendig, aber bleibt gerne mal wieder beide. Sie können vorne. Frau Merkel redet mit den Schülern heute über den Bau der Berliner Mauer. Worüber sie noch geplaudert haben, das könnt ihr exklusiv im Spießer nachlesen. Denn während der Stunde mussten Journalisten und auch unsere Kamera draußen bleiben. Tja. Geschafft. Nach der Stunde ist die große Aufregung vorüber und Frau Merkel wieder Frau Bundeskanzlerin. Die berühmte Vertretungslehrerin trägt sich noch schnell ins Klassenbuch ein und posiert mit den Schülern für ein Erinnerungsfoto. Wie hat denen eigentlich die Stunde gefallen? Also ich war ehrlich gesagt ziemlich überrascht, dass es doch so lustig und offen gewesen ist. Und ehrlich gesagt fand ich es halt echt toll, dass sie immer so Geschichten auch aus ihrem Leben erzählt hat und jetzt nicht einfach Geschichtsunterricht durchgezogen hat, wie ich es eigentlich erwartet hätte. Ich fand es sehr amüsant. Man hat auch richtig gemerkt, dass sie sich für die Antworten interessiert hat. Das war ein ganz anderer Unterricht, so bin ich es gar nicht gewohnt. Das fand ich total toll. Ich würde ihr eine 1- geben. Vielleicht aus dem Grund, weil sie natürlich sehr viel aus den eigenen Erfahrungen berichtet hat, dadurch natürlich aber auch der einfach natürlich nicht ganz so viel Wissen übermittelt wurde. Also natürlich haben wir sehr viel Wissen übermittelt bekommen, aber einfach so Einzelheiten waren natürlich nur dadurch nur sehr oberflächlich.